Heute testen wir wieder mal für euch ein neues Holz. Und das ist vom Butterfly. Welches genau, Olli? Genau, das neue Butterfly Viscaria Super ALC ist raus. Wir alle wissen, das legendäre Viscaria haben sehr, sehr viele Spieler gespielt. Das gab es schon jahrzehntelang. Und jetzt die neue Version, die wollen wir testen. Und mit interessanten Fragen, die wir uns selber aufgeben, wollen wir versuchen, dieses Holz so gut wie möglich zu präsentieren. Lasst uns starten. Manchmal sagt man ja, weniger ist mehr, und so gilt es auch für das neue Viscaria Super ALC Holz im Design. Schlicht, einfach und edel, verbunden mit den blauen Farben und dem schönen Super ALC Wappen. Wir testen das Holz mit einem geraden Griff und es wiegt 86 Gramm das Exemplar. Wie ist dein erster Eindruck? Genau. Mein erster Eindruck ist erstmal, dass dieses Holz in Verbindung mit meinen normalen Belegen Tipa House Prime und Tipa Quantum X Pro kopflastig ist. Ja, also hängt schon so ein bisschen runter, was aber eigentlich sehr, sehr gut ist für Angriffsspieler. Die sollen ja mal ein bisschen kopflastig sein. Ja. Meins ist eher so ein bisschen ausgewogen in der Mitte und ja, genau. Man sieht, die Super ALC Faser liegt am Außenfurnier. Das bedeutet, das Gefühl wird dadurch bestimmt. Und da sie ja straffer ist, ist dieses Holz im Anschlag auch steifer. Und somit ist das Gefühl sehr steif am ersten Eindruck. Das bedeutet für mich, das Gefühl, also der Ball taucht schon ein, aber das Gefühl fehlt so ein bisschen. Beim Viscaria Super ALC ist ganz klar die hervorstechende Komponente das Tempo. Das Tempo ist der absolute Wahnsinn, ein Monster. Wenn man 5 Punkte vergeben könnte, würde ich sogar fast auf 6 Punkte erhöhen, so schnell kann das Holz werden. Im Viscaria Super ALC ist auch sehr viel Rotation vorhanden. Ob ich 5 Punkte gebe, weiß ich nicht. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich tue mich allerdings schwer, als guter Breitensportspieler hier Rotation reinzubekommen. Das hat was mit dem fehlenden Gefühl zu tun aufgrund des harten Anschlages. Man spürt halt nicht, was da drin ist. Wenn man aber gut steht und seine Schläge gut und sicher trifft, dann kann man wirklich Rotation entwickeln, die wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Jedoch mag ich lieber das Spielgefühl, den Anschlag eines ALC-Holzes, da man mehr Ballrückmeldung bekommt und die Rotation förmlich spürt. Kleine Info zum Aufschlag-Rückschlag-Spiel.
Sowohl die Aufschläge kann man sehr gut kurz legen, als auch ein Kurz-Kurz-Spiel kann man gut kontrolliert legen. Das ist ein bisschen überraschend, weil manche andere Sachen sind echt unkontrolliert mit diesem Holz. Besonders gut im Rückschlagspiel gefällt mir der Rückhandflip. Nicht umsonst hat ein Zhang-Jike ja auch das Viscaria jahrelang gespielt. Kann man gut vorbereiten und dann gut nachgehen. Das Viscaria-Holz hat ja, wie du ja auch schon gesagt hast, eine andere Carbonschicht. Dieses Super AEC, ist das eine Innovation? Naja, zumindest ist es mal was Neues auf dem Markt, das am Außenfurnier liegt. Ich persönlich finde ja, man hat ja die AEC-Faser, die deutlich gefühlvoller ist. Die ist ja auch ein bisschen straffer, wie gesagt. Und die Zylon-Carbon-Faser ist ja so Gegenbeispiel. Es geht auch mehr nach vorne, die Zylon-Carbon. Und AEC geht so. Ja. Und die Super AEC tendiert mehr zur Zylon-Carbon-Faser. Schnell, direkt nach vorne, flach bleibend. Und daher ist es schon mal was Neues. Innovativ, ich finde, der Markt, es gibt tausende von Hölzern, es gibt einfach im Moment nichts Innovatives, aber was Neues gibt es mal. Aber ist was Neues. Jetzt wollen wir klären, für wen das neue Butterfly Viscaria Super AEC geeignet ist. Erst einmal ganz spannend, Mustafa, ich würde dir mal das Wort übergeben. Nenn uns mal deinen TTR-Wert, dein Trainingspensum und glaubst du, es ist für dich geeignet? Mein TTR-Wert zuerst, der liegt bei 1600 Punkten und mein Trainingspensum momentan durch Corona ist wenig. Am Anfang war es 4 bis 5 Mal die Woche, man kommt mich ja hier in der Halle, hat man mich sogar gefragt, ob ich schlafe. Und da kann man halt sagen, momentan definitiv nein. Und auch wenn ich persönlich 5 Mal die Woche trainieren würde, wäre das im Gegensatz zu meinem Freitagsholz nichts für mich. Das Butterfly Freitags, das spiele ich ja, wie ihr ja auch von den vorherigen Videos wisst. Und genau, also da bin ich mit dem Freitags, hab da mehr Gefühl und mehr Kontrolle vor allem. Und das brauche ich im Wettkampf, weil im Wettkampf kann ich, im Training kann ich damit vielleicht spielen, aber im Wettkampf wird das für mich nichts. Wie siehst denn du das? Wie ist denn dein Trainingspensum, dein TTR-Wert und wäre das was für dich? Ich spiele seit über 15 Jahren schon, habe auch viel trainiert. 18,75 ist, glaube ich, mein TTR-Wert gerade. Trainiere aber auch nicht so viel. Und da ich, dass ich ein rotationsbasierter Spieler bin, ist das Holz persönlich nichts für mich. Ja, mit dem schnellen Anschlag und weil es einfach so steif ist. Ich mag lieber das Weichere. Lohnt sich das Upgrade vom alten Viscaria zum neuen Viscaria? Was sagst du dazu? Kurze Basisinfo. Das Kernfurnier hat ja das gleiche Holz verwendet wie das klassische Viscaria. Ja. Daher wird sich das gar nicht so anders spielen. Aber durch das Außenfurnier ist es härter und steifer. Dadurch etwas schneller geworden. Das sagen auch viele auf der Homepage. Zu deiner Frage, Upgrade, lohnt es sich? Also ich würde uns beiden das normale Butterfly Viscaria nehmen. Es ist ein Preis-Leistungssieger. Ja. Es ist 80 Euro günstiger im UVP von 130 zu 210 Euro. Ja. Und es ist einfach ein bisschen variabler. Es ist nicht ganz so hart. Dieses Holz, dieses moderne, super AEC Viscaria, lohnt sich aber auch für den anspruchsvollen Spieler. Und da würde ich das auch empfehlen, den Wechsel. Die wirklich auf Leistung hier heraus sind, die sollten wechseln, weil sie hier mehr Power haben. Ja. Was dem? Modernen Spiel. Ja, klar, sieht man ja heutzutage. Frage an euch: Kauft ihr euch das Holz? Und wenn ihr das alte Viscaria spielt, seid ihr denn generell interessiert an dem Upgrade zum neuen? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, das interessiert uns. Genau. Und wenn ihr an weiteren Videos interessiert seid zum Material, dann abonniert uns. Und wenn euch dieses Review gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like. Bis zum nächsten Video. Ciao.